Einen schönen guten Abend zu unseren Heimatgeschichten am 24. Dezember 2021. Heute zeigen wir Ihnen einen Zusammenschnitt unserer Woche in Diessen am Ammersee. Jeden Beitrag finden Sie in kompletter Länge in unserer Mediathek. Diessen schmiegt sich das Hochufer hinauf zum ehemaligen Augustiner Chorherrenstift und geht im Süden über in das Naturschutzgebiet Ammermoor. In der Gemeinde leben um die 11.000 Menschen. Und wir starten in einem kleinen Kunsthandwerksbetrieb, der auf eine über 200 Jahre alte Geschichte zurückblicken kann. Lassen Sie sich entführen in die Welt einer Kleinzinngießerei. Karin Schweizer empfängt uns in ihrem Café. Karin, wie lange gibt es hier diese Zinngießerei schon? Die gibt es schon über 220 Jahre, eigentlich schon länger. Die Firma ist gegründet worden 1796, aber gegossen hat man vorher schon. Und das heißt, ist das deine Familie, also die Tradition, oder von deinem Mann? Von meinem Mann. Ich habe da reingeheiratet. Ja. Und bist dabei eben, kannst du das auch? Ich habe mir das selber beigebracht. Tatsächlich? Sagen, ja. Also du gießt auch noch Zinn heutzutage? Ich gieße die ganzen Sachen, ja. Aha. Und also die Figuren und der Christbaumschmuck. Und ihr habt ja hier auch noch richtig alte Sachen liegen. Beschreibt doch mal, was habt ihr da noch für Raritäten? Ja, früher hat man tolle Sachen gegossen. Zum Beispiel die Maikäferfüße für die Schokoladenmaikäfer. Das die waren auch gegossen. Echt. Die heutzutage so aus Pappe einfach sind, gell? Die schwarzen Füßchen sozusagen. Genau. Das ist süß. Ja. Und was auch viel gemacht worden ist für die Spielzeugindustrie, die Hörner oder die Füße für die Pappmaché-Figuren. Ah, okay, sowas hat man dann schon aus Zinn gemacht. Ja, genau. Aha. Weil Zinn ist wahrscheinlich günstig, oder? Deswegen, oder was ist denn der Vorteil von Zinn? Zinn ist also gut zu verarbeiten und lässt sich recht schön gießen. Mhm. Und ja, muss halt eine Form machen, die macht. Die sind meistens aus Schiefer gewesen, Schiefer oder Stein. Mhm. Also, angefangen mit der Gießerei hat es ja auch, wo sie die Kirche gebaut haben hier in Diessen. Da von den Steinen, mit den Steinen, die da übrig waren, haben sie die Formen graviert. Wirklich? Mhm. Ach, mit den Steinen? Und da ist es entstanden eigentlich hier? Also wahrscheinlich so eben. Ich glaube, dass das, also so hat man es mir erzählt, dass das da so entstanden ist. Deswegen hat es also hier so eine große Tradition in Diessen, wegen dem großen Marienmünster. Und die Fotos, die ihr hier noch habt, das sind auch alte Familienfotos? Ja, ja. Also das waren ja dann wirklich hier, wie viele Generationen musste man mal zurückrechnen? Das müsste ich mal ausrechnen, ich habe es nicht gemacht. Und jetzt gibt es dann jemanden, der es auch weiter übernehmen wird für die nächsten Generationen? Werden wir sehen, also von meinen Kindern schaut es jetzt nicht so gut aus. Mein Mann hat noch einen Sohn aus erster Ehe, da sind schon Enkel da und da ist jemand, der eventuell schon weitermacht. Ja. Also man könnte schon noch den Beruf weiter am Leben erhalten, oder? Oder sagst du, es ist schon schwierig als Zinngießer? Also Zinngießer ist sehr schwierig, weil Geschirrzinn ist ganz schwer. Ja. Also Teller, Becher und so geht ja nicht mehr. Aber das machen wir ja nicht. Mhm. Wir haben diese kleinen Figuren und noch läuft es ganz gut. Was macht ihr denn dann jetzt alles für Figuren? Viel zivil, also Militär ist noch nie so ganz unseres gewesen. Also da sind zwar viele Formen auch dazu gekauft worden und so. Wir haben sehr viele Formen, aber es war immer eher die Devotionalien oder jetzt viel Zivilfiguren, Weihnachtsmänner, Engel und bayerische Sachen, König Ludwig. Ach, wirklich? Also, Maibaum ist eine Form, die wir sehr viel verkaufen, also eine Figur. Das heißt, ihr habt hier wirklich auch noch eine kleine Werkstatt, wo du das gießen kannst. Ja, ja. Ganz alte Werkstatt noch. Ja, können wir die auch mal kurz anschauen? Ich gerne. Okay, dann gehen wir da mal hin. Wenn Sie noch Karens Meister-Eder-Werkstatt sehen möchten, klicken Sie einfach in unsere Mediathek. Und wir bleiben historisch, denn wir haben natürlich das berühmte Marienmünster besucht. Heute haben wir ein ganz besonderes Highlight für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind hier bei einer der schönsten Barockkirchen Bayerns, und zwar dem Marienmünster in Diessen. Und da erwartet uns jetzt der Pfarrer Josef Kirchensteiner.
Herr Kirchensteiner, das ist ja ein wahnsinnig schöner Kirchenraum hier. Was sind hier so die Besonderheiten? Ja, natürlich ist die Kunst schon was ganz Besonderes und wegen der Kunst kommen auch viele, viele Leute hierher. Also wir haben tausende Besucher jedes Jahr. Aber nicht nur die Kunst, vor allem die Geschichte dieses Münsters und natürlich, was für mich als Pfarrer wichtig ist, auch das geistliche Erlebnis dieses Marienmünsters macht es wirklich zu einem Highlight bei einem Besuch hier in Diesen. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich ein bisschen auf die Kunst zunächst mal eingehen. Unser Marienmünster, so sagen Kunstkenner, zählt zu den Top 10 in Deutschland, wenn nicht gar Europa, sagen sie. Warum? Weil hier der Barock 1739 seiner Vollkommenheit gelangt ist, wie er eigentlich nicht mehr übertroffen werden konnte. Klar, es gibt da noch Rokoko, aber das sind so verspielte Arten dran. Hier ist einfach noch manches ganz klar von den Strukturen her. Und was mich einfach fasziniert immer an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen, wenn wir hier reinkommen, ins Marienmünster, wir haben hier im Blick sozusagen den Thronsaal Gottes. Es gibt in unserer Diözese Augsburg drei großartige Barockkirchen. Sie kennen die Wieskirche, Sie kennen vielleicht Otto Beuren. Eine Lehrerin hat früher immer gesprochen vom Thronsaal Gottes. Das ist eben Diesen, vom Betsaal, die Wieskirche oder dem Tanzsaal in Otto Beuren. Aber der Thronsaal Gottes deswegen bei noch hellerem, schönerem Sonnenschein, wie wir jetzt haben, dann ist das ein lichtdurchfluteter Raum. Und so kann man gut verstehen, dass schon bei der Einweihung vor 282 Jahren davon gesprochen worden ist in der Predigt, ein neuer Himmel ist hier geöffnet. Und man spricht deswegen auch hier immer vom Diesener Himmel. Das Besondere, wenn ich von der Kunst her nochmal das sagen darf, es sind 20 namhafte Künstler von regionalen Künstlern, Franz Xaver Schmädel, der in Weilheim seine Werkstatt gehabt hat, natürlich auch der Johann Baptist Straub, der auch sehr bekannt ist hier in der Region. Aber wir haben darüber hinaus eigentlich ganz Europa vertreten. Wir haben in Flamen zum Beispiel Egidius Verhelst oder sogar in Schweden Georg Desmarais mit dem Kreuzaltar oder zwei Venezianer, Giovanni Battista Tiepolo, hier mit dem Martyrium des heiligen Sebastian. Oder auch ein zweiter Venezianer, Giovanni Battista Pittoni, das Martyrium des heiligen Stephanus. Allein schon von der Raumwirkung als Wandpfeilerkirche, Licht durchflutet mit vielen, vielen Fenstern. Wenn Sie mit uns den barocken Altar und den Diesener Himmel bestaunen möchten, auch dieser Beitrag ist auf unserer Homepage. Wir sind im Luftkurort Diesen und hier gibt es nicht nur Erholung und Wellness für uns Menschen, sondern auch für Pferde. Wir sind in einer Pferdeklinik und schauen Sie mal, was es hier gibt. Sie wurde geputzt und jetzt wird sie abgeduscht, damit sie schon mal nass ist und natürlich auch möglichst wenig Dreck noch dran ist, weil wir nachher ins Wasser gehen. Und genau. Magst du das? Ja, die macht das ganz gerne. Ja, ja schon. Okay. Und sag mal, wie viele solcher Schwimmbäder gibt es in Deutschland? Also ich glaube, es gibt nur drei oder vier, also es ist sehr wirklich wenige. Ungewöhnlich. Ja, das meiste sind Aquatrainer, aber wir haben ja wirklich ein Schwimmbad, wo das Wasserbecken auch 3,5 Meter tief ist, wo wirklich die Pferde nicht mehr an den Boden kommen mit den Füßen und das ist schon eine Besonderheit. Okay. Die Kollegin, die Jasmin, die fährt jetzt mit unserer Konstruktion auf die Insel, super, damit sie trockenen Fußes dahin kommt und natürlich dann in der Mitte stehen kann, um das Pferd zu longieren im Wasser. Ah, da muss jemand in der Mitte stehen, ist ja total lustig. Ja. Also das heißt, ihr müsst es schon zu zweit eigentlich machen meistens? Also wir brauchen immer zwei Leute, manchmal sogar drei, je nachdem, wie brav das Pferd ist und ob das Pferd neu schwimmt und es noch nicht kennt, dann sind wir natürlich mehr Leute, einfach um ein bisschen Sicherheit zu geben. Okay, und jetzt kommt sie da rein? Genau, jetzt wird sie reingeführt. Ja. Und sag mal, hast du das natürlich dann hier gelernt, wenn es das gar nicht so oft gibt, gell? Ja, ich habe hier meine Ausbildung gemacht zur Tierarzthelferin. Vor 10 Jahren und bin dann zum Studieren gegangen und als Tierärztin jetzt wieder hier zurückgekommen. Und wie viele Tierärzte arbeiten hier auf der Klinik? In der Klinik arbeiten drei Tierärzte, der Dr. Ratnober Senior und die
andere Tierärztin und ich zu dritt sind wir. Hey, jetzt kann sie schon schwimmen. Genau. Jetzt sieht man, nur, sie bewegt sich komplett mit Schwimmbewegungen fort, sie kommt nicht an den Boden und genießt es offensichtlich auch. Schon, ja? Das siehst du schon, dass die das mag. Sie macht das ja ganz brav mit gespitzten Ohren, guckt sie da. Ach so, das sieht man, wenn die Ohren gespitzt sind, dann, das heißt, das mag es oder was? Dass sie aufmerksam ist, ja. Ah, okay. Genau. Aber ihr lasst die jetzt einfach so schwimmen, wie sie halt schwimmt. Ihr gibt ja jetzt, könnt ja gar keine Anweisungen geben oder irgendwas. Ein bisschen kann man sie schon beeinflussen mit Stimme und mit der Longiergerte natürlich. Mhm. Aber im Prinzip schwimmt sie jetzt ihr Tempo. Okay. Und wir steigern natürlich, so wie wir wissen, dass sie auch Energie hat und Ausdauer hat. Sie schwimmt jetzt 5 Runden. Das ist schon ganz gut. Man hört ja, wie anstrengend das ist, wie sie auch schnaufen muss. Also es ist viel anstrengender, als wenn die jetzt reitet draußen. Aber wenn man galoppieren würde, wäre das auch so anstrengend. Wäre das so ähnlich. Aber für die Bewegung, die sie jetzt machen kann mit ihrem kaputten Huf, da kann sie ja nur Schritt gehen. Mhm. Und das ist natürlich nicht anstrengend. Und im Schwimmbecken kann sie sich jetzt mal richtig austoben. Ach, das ist ja echt toll. Und natürlich auch schnaubt die so. Abnehmen, ja. Und abnehmen, okay. Okay. Genau. Noch eine Runde, oder? Wieder waren es schon jetzt 5. Jetzt die letzte Runde, genau. Naja. Man merkt schon, dass sie auch jetzt langsamer wird, oder? Es ist anstrengend. Genau. Ja, es ist anstrengend. Und das heißt, da macht ihr eine Pause und darfst du dann nochmal rein, oder was? Genau, dann kommt sie jetzt raus, kann kurz verschnaufen und dann kommt sie auf die andere Seite nochmal rein, dass natürlich auch beide Seiten gleich trainiert werden und wir keine einseitige Belastung haben. Okay. Und jetzt wird es noch weihnachtlich, denn wir produzieren für Sie bei Keramik Lösche ein paar Glassterne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Diesen ist ja bekannt für seine Keramik und da sind wir hier bei Keramik Lösche und jetzt habe ich aber hier entdeckt, dass es gar nicht nur um Keramik geht, sondern hier gibt es auch Glassterne und da habe ich den Wolfgang neben mir, du bist der Sohn vom Ernst Lösche. Ja. Genau, warum habt ihr hier auch Glassterne? Weil wir eine ganz große Vorliebe fürs Glas haben. Keramik und Glas, das hat irgendwo eine natürliche Verbindung. Eine Glasur zum Beispiel, die auf der Keramik ist, die besteht auch aus Silizium, also aus glashaltigen Substanzen. Und deswegen ist es gar nicht so abwegig, dass wir uns auch mit Glas beschäftigen. Das ist hier eine spezielle Technik, das nennt man Fusing. Also das wird nicht geblasen, sondern das wird geschmolzen. Und dieser Stern, den ich jetzt hier in der Hand habe, das ist ein Modell von ungefähr 20 verschiedenen Formen, die seit den 1970er Jahren produziert werden. Das ist natürlich speziell für die Weihnachtszeit eine sehr schöne dekorative Geschichte. Und durch ein spezielles Verfahren, das natürlich geheim ist, bekommt der Stern, wenn er im Fenster hängt, so die Anmutung eines schmelzenden Kristalls, eines Eiszapfens. Ja, und das ist das Spezielle, der spezielle Charme. Und man hat vielfach versucht, dies zu imitieren und nachzumachen, aber das hat bisher noch keiner so hingekriegt. Und deswegen ist dieser Glasstern inzwischen seit über 50 Jahren ganz was Typisches für die Werkstattlösche auch. Okay, und das hat also dein Vater und du auch richtig die Formen auch entwickelt? Dann. Das hat mein Vater Anfang der 1970er Jahre entwickelt. Das sind diese über 20 Formen. Mhm. Jeder Stern hat seine eigene Bezeichnung, ob es eine Flocke oder ob es eine Sonne oder ist. Und die wurden damals gezeichnet, entwickelt. Das wird nach einem bestimmten Prinzip. Aber das schauen wir uns jetzt dann hinten bei der Barbara an, die diese Glassterne produziert. Aber dann verratet ihr uns ja doch, wie es funktioniert. Aber nicht wirklich. Wirklich, okay. Dann gehen wir mal in die Werkstatt. Genau. Jetzt wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, erstmal frohe Weihnachten und bis ganz bald. Auf Wiedersehen.